Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Hotel Simulator. Angst? Geister? Wieso haben wir minus 5? Das ist ja eklig. Das ist aber auch nicht gut, würde ich jetzt mal so behaupten. Gut, wir sind gleich wieder im Plus. Ah, guck mal, da kommt sie. Die Gute. Ich könnte mir das mit den minus 5 jetzt bloß so erklären, aber warum eine minus 5? Wir haben doch in der letzten Folge. Was haben wir denn? Das war doch schon nach 22 Uhr, oder? Wo ich gespeichert hatte und dann. Ich habe neu reingeladen in das Spiel. Das ist ja doof. Also mach den Fehler bitte nicht, so wie ich. Lass das bitte einfach. Wo ist sie denn jetzt hingerannt? Achso, egal. Lass sie laufen. Hauptsache so arbeitet. So, dann warten wir jetzt mal auf den nächsten Jast. Da werden wir jetzt leider eine kleine Minus-Production kriegen, weil ich kann mir ja leider keine Minibar mehr kaufen. Aber gut, die hätte auch 200 gekostet, davon mal abgesehen. Ja, gut, da müssen wir halt mal mit einer negativen Bewertung leben. So, ist hier jetzt noch irgendwas? Nö. Ach, guck mal, das setzt sich auch jedes Mal zurück. Das ist bestimmt dann wieder aktualisiert, wenn sich's quasi beruhigt. So. Ich klingel schon mal. Heißen, dass ich hier bin. Okay, cool. Jetzt hat jemand ausgecheckt? Nee, doch nicht. So, du bist der Brett Wayne. Oh Gott, das ist ein Name. Einen Tag, dann viel Spaß. So, jetzt haben wir wenigstens 35. Aber ich glaube, am Ende des Tages sind wir übrigens wieder pleite. Wenn sie jetzt hier rumspackt. Wie ist denn das, wenn ich die jetzt feuern tue? Warte mal. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu heiß, ehrlich gesagt. Nee, sie steht nur Cleaner. Sie steht nur Cleaner. Ich feuere die jetzt einfach mal. Gucken. Gut, jetzt haben wir wenigstens noch 10. Weil ich glaube, wenn wir die jetzt bis zum Schluss da gelassen hätten, dann wären wir heute. Dann wären wir Army gewesen. Das kann es nicht sein. So, gut. Haben wir jetzt ein bisschen wenig Kohle? Ich weiß so ehrlich gesagt gerade nicht, was wir machen sollen, weil die Zimmer sind alle voll. Also würde ich jetzt mal behaupten, wir gucken uns einfach mal das Areal an hier. Gucken. Vielleicht checkt ja heute auch noch jemand aus, das weiß ich nicht mehr so genau. Wir gehen jetzt einfach mal gucken, was das hier für eine Gegend ist. Wie weit kann man hier überhaupt laufen? Von hier hinten kommt ja immer der Lieferant. Ah, guck mal, ich kann hier nicht raus. Okay, ich bin hier auf dem Gelände gefangen, auf Deutsch gesagt. Oh, jawohl. Dann gucke ich mir mal die Automodelle an. Mal gucken, wie das aussieht. Sie auch bestimmt ein bisschen gespart haben. Ui. Also das könnte fast so eine Art Dodge sein, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall Frau mit W. Hat aber auch was von einem Ford oder Opel? Ja, doch, Opel könnte auch sein. Opel könnte auch sein. Aber egal. So, wir haben hier noch einen See. Was passiert eigentlich, wenn ich hier reinspringe? Gar nicht. Ich kann über Wasser laufen. Yay! Das ist ja nice. Guck mal, ich brauche keine Brücke. Ich brauche die Brücke nicht. Ich bin invincible. Ne, das ist ja unsichtbar. Invincible ist ja unsichtbar. Ach, guck mal, hier können wir schon mal in die Räume gucken. Die sind groß. Jawohl. Hier kann man eine schöne Ecke machen. Das ist der Flur. Das ist ja auch eine bescheidene Aussicht. Ja, ich bin mal gespannt, ob das Fenster da oben zu ist. Mit der Brücke. Besondere Anfertigung für die Fenster hier. Ja. Ah ja, guck mal. Da haben sie die Fenster auch gleich komplett so gemacht, dass es passt. Ist keine extra Anfertigung. Nein, ist keine. So, weiter hinten war glaube ich nichts. Da ist nur O70, aber es hat jemand ausgecheckt. Ja, schön. Und
Und zwar Zimmer 108. So, da können wir jetzt nämlich gleich mal gucken, wie man das hier eingerichtet hat. Okay, warte mal, ich müsste das hier sowieso alles mal umstellen. Und von der Zeit her kann es passieren, dass noch ein neuer kommt, ein neuer Gast. Muss es aber nicht zwingend. So, warte mal, ich sammle mal alles ein. Gib mir das mal. Ja. Achso, warte mal. Da kann ich das Bett aber nicht abbauen, ne? Ah, gut, okay. Dann gehe ich zwischendurch mal ein bisschen Wäsche waschen. Die kannst du ja hier nicht stehen lassen, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. 70, ey. Alter, so wenig hatte ich lange nicht. So, lass mal die Wäsche mal waschen. Achso, ohne Wäsche kann ich das Bett nicht umstellen. Dann kann ich auch gleich warten. Ja, das ist echt ermüdend. Du hast sowas von recht. So, weil dann könnten wir das nämlich so machen, dass man die Zimmer, je nachdem wie es seitenmäßig ist, weil es ja immer spiegelverkehrt, dass man die Zimmer eigentlich immer komplett gleich einrichten. Also zumindest die kleinen Zimmer. Dass wir da nicht so viele Unannehmlichkeiten haben und auch den Platz optimal ausnutzen können. Müsste ich jetzt aber nochmal in das eine Zimmer gucken, eigentlich, wo ich das zuerst gemacht habe. So, das ist gut, dass er hier nicht umfällt. Guck mal, kam doch noch einer, siehst du? Yay, nice. Ich habe gedacht, das wird nichts, aber okay. Der kam dann doch noch. Oh mein Gott. Da war ein Tag hier drin oder zwei, glaube ich. Vor der Nase zugeschlagen, weil es Bad, das Bad ist ja auch eigentlich perfekt, so wie es ist. Bloß, dass die Tür halt mal andersrum aufgeht. So, jetzt gehen wir mal das Bett. So, und wir hatten das Bett ja jetzt auf der Seite stehen, glaube ich. Ja, genau. Das Bett stand jetzt hier. Also kommt jetzt der Schrank in die Ecke. Ach ja, das war ja das Problem. Wie weit komme ich da ran? So weit komme ich ran. So, dann stellen wir jetzt das Bett noch dahin. Ich weiß, es ist zwar doof, weil dann hast du jetzt immer gleich das Bett dann da stehen, wenn du reinkommst. Aber das ist dann halt nun mal so. So. Ich weiß jetzt aber auch bloß nicht mehr, wie ich die Minibar stehen hatte. Sag mal, fehlt hier was? Nee. So. So, die Kommode müsste ja dann hier stehen. Da kommt dann hier der Ruder drauf. So. Escape mit Mappe. Wir könnten die Minibar auch hier hinstellen. Oder warte mal, ich wollte ja jetzt eh den Fernseher hier hinstellen. Also erstmal den Tisch. Da könnte man die Minibar auch da hinstellen. Weil ich glaube, die Minibar kannst du auch nicht irgendwo... Ne, guck mal, es geht nicht. Kannst du nicht draufstellen. Ich glaube, das ist aber dem geschuldet, weil es gibt ja noch eine andere. Also quasi, wenn wir jetzt bei Level 2, wir könnten uns ja quasi schon die andere kaufen. Das ist, glaube ich, dem geschuldet, weil die etwas größer ist. Wenn ich das richtig gesehen habe. Wir können dann gleich mal gucken. So, dann fehlt jetzt hier eigentlich nur noch der Stuhl und die restliche Deko. So, und ich meine, man kennt ja, dass die eigentlichen kleinen Zimmer oder jedes Zimmer eigentlich soweit ganz spartanisch gleich eingerichtet ist. Also von daher würde ich jetzt mal sagen, da machen wir jetzt nicht unbedingt was verkehrt. So, stellen wir dich noch dahin. Kann ich dich noch mit hochstellen? Nee, das ist der Fernseher zu fett. Okay, warte, dann kommst du hier vor in die Ecke. Haben wir jetzt noch irgendwas? Ja, die fette Vase haben wir noch. Sieht doch doof aus, aber warte mal, nee, das machen wir anders. Die fette Vase. Ach komm, stellen wir die hier in die Ecke. Die wäre, glaube ich, noch was für oben drauf. Ich könnte jetzt höchstens mal gucken, ob ich die, aber die werde ich auch nicht da oben drauf kriegen. Kann ich mir nicht vorstellen. So, Minibar ist voll.
Guck mal, sieht doch ganz gut aus eigentlich, oder? Könnten jetzt bloß noch das Bild hier abnehmen. Kann ich das nicht mehr montieren? Kann ich das nicht mehr abnehmen? What? Doch, jetzt. Mob ist irgendwas im Weg, okay. Gut. Und da hängen wir das wenigstens dann. So, übers Bett. Gut, okay. Haben wir das. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. Ist ja gut. 2 Tage, dann viel Spaß. So, jetzt haben wir schon wieder 190. Na, wenigstens was. Wir können uns auch noch keine Minibar leisten für das Endzimmer. Aber der müsste ja eigentlich nachher morgen jetzt gleich wieder auschecken. Normalerweise. Ich weiß jetzt nicht, wann der kam. War das auch gegen abends? Das ist immer blöd wegen dem Einchecken dann. Wenn die immer erst abends kommen. Ich bin mal gespannt, weil ich habe im Vorschau-Trailer, also beziehungsweise im Trailer, der auf Steam läuft, stehen hier auch noch irgendwelche Schränke rum. Das müsste hier auch mal irgendwann kommen. Eigentlich, ob das jetzt mit dem Upgrade vom Hotel kommt, ich habe keine Ahnung. Aber es müsste ja theoretisch auch mal kommen. Ja. So, und dann ist jetzt die Frage, machen wir jetzt, machen wir jetzt die 4 Zimmer erstmal schick, so aufs höchste Level, was geht. Das, wo ich auch noch nicht weiß, was geht, aber ich denke mal, bei Level 5 wird Schluss sein. Weil für den Rest sind die Zimmer einfach zu klein. Und ich würde jetzt auch sagen, die kleinen Zimmer jetzt voll auszustatten mit jetzt richtig Elite-Zeug. Achso, warte, ich wollte euch was zeigen. Moment. Bei Getränke. Ja. Und das wird dem geschuldet sein, dass man die nirgendwo draufstellen kann. Also gehe ich mal davon aus, dass es so programmiert worden ist. Tja. Und jetzt heißt es wieder warten. Aber gut, ich würde jetzt auch sagen, mit 4 Zimmern kommt man noch ganz gut alleine klar, ohne Angestellte. Das wusste ich ja nur nicht, dass die hier gleich, wenn man die jetzt einstellt und dann sich ausloggt, dass man dann hier gleich erstmal nochmal blechen muss. Warte mal, das ist 102, das war 103. Du bist dann 101. Und bei 101 ging es ja los. Ja? Du bist wandern, okay. Das ist jetzt auch noch eins für 1000. Das ist auch eins für 1000. Haben wir auf der Seite mehr Zimmer als auf der anderen Seite? Ja. Guck mal, auf der Seite sind es unten plus 2. Wenn ich das jetzt richtig... Ne, doch 3. Hier? Ne, doch plus 2. Das sind plus die 2 Zimmer hier auf der Seite. Okay. Ja gut, es sind insgesamt 18. Das ist ja auch richtig. Das finde ich doof gemacht, dass man hier erst oben rumrennen muss. Aber die gibt es erst auf Level 3. Zimmer 203. Aber die werden ja oben... Also guck mal, wie groß das Zimmer ist. Ne, das ist hier noch so ein Zwischending. Okay, also ist das Zimmer auch nicht viel größer, 750. Da frage ich mich jetzt aber ernsthaft, warum sind die erst ab Level 3? Das heißt ja dann auch, du kannst mit dem Hotel nicht höher wie Level 3. Hier haben wir noch eins für 500 und hier. Und da drüben sind auch noch 2. Das ist jetzt genau dieselbe Größe, müsste es eigentlich sein. Kann sein, dass die ein bisschen größer sind. Aber nee, kann nicht sein, doch, kann doch sein, weil du kannst hier hinten... Die könnten größer sein. Aber warum gibt es die dann auch bis für... Ne, 750, guck mal. 500. Also ist das bloß ein Zimmer hier oben. Ne, das ist auch 7. Also die 2 haben wir dann noch. Das da und das da. Dann sind es keine 4. Au. Oh. Das tut ja schon weh beim Zuhören. Hä? Hä? Hat hier jemand ausgecheckt und ich habe es nicht mitgekriegt? Tatsächlich. Die 109 ist weg. Die 100... Alter, eine Nacht hier. Das ist ja echt übel. So, das Zimmer ist Gott sei Dank schon so eingerichtet. Hier bräuchten wir jetzt quasi bloß noch eine Minibar, aber die werde ich jetzt nicht mehr zusammenkratzen können. Da müssen wir halt mit schlechter Bewertung leben. Aber mich stört das ja nicht. Gottes Willen. Mich stört das ja nicht. Ich würde sagen, hier lassen wir auch den Schnickschnack erstmal weg. Was versifft es ja.
Hey. Guck mal. Gut, die Variante mit dem Bad ist jetzt ja hier, das hier geht es jetzt quasi gerade nicht anders. Da müsste ich die Dusche andersrum hinstellen. Aber so das mit dem Bett, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ich müsste jetzt bloß mal gucken, wenn die 100. Ach hier, guck mal. Das ist ein Playboy-Model. Das ist ein Playboy-Model. Also das ist ganz hoher Besuch. Müssen wir mal gucken, wie lange die da bleiben will. Oh Mann, ich hasse dieses Spiel. Habe ich jetzt nicht laut gesagt, extra nicht. Wieso renne ich eigentlich wieder hoch? Ich bin doch fertig. Muss doch bloß auf die Bettwäsche warten. Die Playmates kommen auch noch her und checken ein, ja. Das ist echt Wahnsinn. Mega krass. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also ich würde es dann auch so machen. Ich mache jetzt hier, ich fange jetzt hier nicht an zu cutten und dann wieder rein zu switchen. Ich mache das dann einfach so. Ich mache nach der Folge dann erstmal quasi wieder ein bisschen ohne euch weiter. Dass wir hier vorwärts kommen. Dass es auch nicht zu eintönig wird. Ja, jetzt muss ich erstmal noch das Bett beziehen. 109. Und mal gucken. Jetzt ist schon wieder einer abgehauen. Okay, pass mal auf. Wir machen das jetzt mal extra. Ich lasse die jetzt mal hier stehen. Das ist ja wie ein Aushängeschild quasi. Das klingt so falsch. Die möchte bloß. Okay, gut, die möchte nur einen Tag bleiben. Also machen wir die teureren Zimmer für die Gäste da fertig, die länger bleiben. Jetzt bin ich hier auch noch hinterhergerannt. Siehst du das? Verdammte Axt. So, 107. Siehst du, ich habe die Minibar doch dahinter gestellt. Aber das ist ja auch nicht das Originalzimmer hier. Das Originalzimmer ist eigentlich das Gegenüber, was wir, wo wir angefangen hatten. Das war eigentlich gegenüber. Dann nehmen wir dich schon mal mit. Dich kann ich schon mal voll machen. Muss ich dann bestimmt auch noch was bestellen, weil ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr. Ah gut, ich kann jetzt gleich noch die Minibar mitbestellen. Das ist sehr gut. Stimmt, die hat mir das Zeug rausgenommen für das andere Zimmer. Ist eigentlich auch blöd gewesen, oder? Normalerweise hätten wir doch gleich dieses, das Zimmer da drüben so machen können. Die 106, mit der wir auch angefangen haben. So, ich lagere das mal schnell hier. Kommt ja eh keiner mehr. Achso, warte, dann könnte ich jetzt eigentlich gleich mal, weil bis die Wäsche fertig ist, ist der dann auch da. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Was habe ich noch? Okay. Dann bestellen wir jetzt gleich mal noch die Minibar. Und so. Haben wir noch zwar nur noch 40, aber dann können wir das Zimmer wenigstens komplett ausstatten. So dass dann wirklich auch wie in jedem anderen Zimmer alles drin ist. Das müsste ja funktionieren, weil eigentlich ist sie ja morgen wieder weg. Ja, ich könnte jetzt auch pennen gehen. Könnte ich auch machen. Mache ich jetzt aber schon aus Prinzip nicht. Ja. Also das war jetzt so meine Idee. Dass wir quasi die Zimmer vom Grund her bloß halt spiegelverkehrt einrichten. Dass wir dann quasi überall selber upgraden können und die alten Klamotten aus den alten Zimmern erstmal in die neuen Zimmer stellen. Dass wir quasi, also wenn ich jetzt da was rausnehme, dass ich es nicht verkaufe, so wie den Ruder jetzt zum Beispiel, wobei ich immer noch nicht weiß, wo der fehlt. Das ist mir jetzt immer noch nicht aufgefallen oder ich habe einfach eh zu viel gekauft. Das kann natürlich auch sein. So, 107, das ist hier. Okay. Dann wird das Zimmer jetzt abgehakt. Ist fertig, fehlt bloß noch Tapete und Farbe an die Wand. Und dann haben wir es eigentlich. Genau, gut. Du bist sauber. Sehr schön. So kann ich das für mich immer noch mal kontrollieren, weil ich glaube, der müsste das eigentlich anzeigen, dass da immer noch was drin ist. Also zumindest sieht man es, wenn die Bettwäsche fehlt. Dann ist das auch noch nicht ganz schick. So. Dann können wir jetzt noch mal schnell nach den Bewertungen gucken gehen. Dann gehen wir pennen. Und dann wird noch ein neuer Gast einchecken. So, das müsste jetzt ja eigentlich. Oh, minus 1, okay. Mal gucken.
Oh, Licht und nichts zu saufen. Ach stimmt, das ist das. Das ah, geht ja gleich alles, das stimmt ja. Uhuhu. Aber sind wir nächstes wieder glatt. Mit der nächsten Bewertung sind wir dann komplett bei 100. Ja, ich sehe das entspannt. Ich sehe das halt alles völlig entspannt. Sehr gut, dann gehen wir jetzt schlafen. Ansonsten passiert hier die ganze Zeit nichts. Dann gehen wir jetzt schlafen. Na, 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 na. Und dann warten wir auf den nächsten Tag. So. Mal gucken, wer heute abreist. Ja, natürlich immer noch geil, wenn man das noch. Also, falls die Entwickler jetzt mal hier gerade durch Zufall mal zugucken, jetzt hier. Ja, das wäre. Also, mir wäre es echt ein Anliegen, wenn man jetzt hier auf die Zimmer geht. Man sieht ja 3 Tage. Ja. Man muss sich aber immer merken, wann hat die Person eingecheckt. Da, wie viel Tag ist das gerade? Es wäre schön, wenn hier zum Beispiel drin steht, noch. So dass das quasi runterzählt. Von dem Tag an, wo sie eincheckt, sind es 3, der nächste Tag 2, noch und der nächste Tag noch 1. So. Kann ja nicht so schwer sein. Also das würde ich persönlich bevorzugen. Weil sie müsste ja heute im Laufe des Tages oder gegen 22 Uhr wieder auschecken. Und er eigentlich auch. Oder sie. Weiß ich gar nicht. Sie war das Playmate. Also das Playboy Girl. Was die Klamotten vergessen hatte, keine Ahnung. Ja, gut. So, und dann checken wir jetzt nochmal Zimmer 107, ob das wirklich fertig ist. Das ist die falsche Seite. Oh Mann. Und Wegweiser werden nicht schlecht mit den Zimmernummern drin. Was auf welcher Seite ist. So. Aber gut, da kommt schon der nächste. Der oder die nächste zum Einchecken. Das ist sehr schön. Ah, wieder eine Frau. Hallo. So, Sie möchten 2 Tage bleiben. Das ist doch sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und eine gute Erholung. Und es hat wieder jemand ausgecheckt. Nee, Quatsch, ich habe gerade Geld eingenommen, weil ich Sie eingecheckt habe. Bin ich doof. Habe ich jetzt nicht laut gesagt. So, ja, also müsste ich jetzt nochmal ins Zimmer 106, je nachdem man die auscheckt oder der. Können Sie rauskommen, bitte? Ich finde das halt auch blöd, wenn du weißt, dass die nicht da sind, dass du nicht rein kannst. Als Dingsbums oder so. Einfach mal gucken. Weil hängt ja nicht mal was am Türknauf dran. Finde ich jetzt schon bedenklich, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Finde ich sehr bedenklich. Nein, Quatsch. Ist alles Käse. Alles Quark. Ich werde es mir mal nicht nehmen lassen. Ich werde mal versuchen, die Entwickler per E-Mail zu kontaktieren und vielleicht mal das. Aber obwohl, ihr könnt es euch ja auf Steam selber angucken. Dieses Trailer-Video. Da seht ihr eigentlich mal, was jetzt alles dann noch reinkommen soll. Ich muss mir das selber noch mal genauer angucken, damit ich weiß, was hier alles reinkommt. Oder reinkommen könnte. Dann kann ich euch das nächste Mal nämlich besser erklären. Und dann kriegen wir das nämlich auch hin. So. Wunderhübsch. Wieso ist die Musik eigentlich an? Möchte das nicht? Nee? Weil sonst kann ich ja meine eigene Musik nicht reinmachen. Obwohl, eigentlich ist es egal. Aber diese Vorspielmusik will doch eh keiner hören. Vor allem könnte ich die sogar. Ach nee, da müsste ich ja wieder ins Hauptmenü jetzt. Okay, nee, gut. Das geht leider nicht. Gut, Freunde, ich würde jetzt aber sagen, wir lassen es gut sein für die Zeit hier. Ich werde jetzt noch ein bisschen weitermachen, ein bisschen weiter organisieren, Geld verdienen, eventuelle Zimmer umräumen. Also mal gucken, dass hier Cash fürs nächste Zimmer rankommt. In der Zeit werde ich auch entscheiden, ob ich die anderen 2 für 500 oder schon mal ein größeres einrichte. Aber das machen wir dann zusammen. Und dann würde ich in diesem Sinne jetzt sagen, wenn ihr das noch nicht getan habt, lasst mir doch gerne ein Abo da. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr hier nichts mehr. Über ein Däumchen würde ich mich natürlich auch sehr freuen, genauso wie über Kommentare. Konstruktive Kritik, die wäre immer angebracht. Oder Tipps und wie man zum Beispiel auch ein Zimmer einrichten kann. Oder wie ihr das machen würdet als Hotelmanager, ein Zimmer einrichten. Gut, und dann könnten wir auch das nächste Mal wieder eventuell es nochmal mit der
mit einer Angestellten probieren. Das klingt komisch, so wie ich das jetzt gesagt habe. Aber ist egal. Ich lasse es jetzt so im Raum stehen. Gut, dann tschüss, ciao und ich bin raus. Bis später.